schöne Ausbildung im Hotel. Herzlich willkommen, Courtyard Amashe. In der dreijährigen Ausbildung als Hotelfachmann durchläufst du viele verschiedene Abteilungen. Eine davon ist die Rezeption. Schönen guten Tag, Herr Hausmann. Für Sie ist alles vorbereitet. Danke. Einen besonderen Umgang mit unseren Gästen pflegen wir im Service. Wenn wir dein Interesse für den Beruf geweckt haben, dann bewirb dich doch jetzt. Jetzt sind Sie bei uns hier im Studio zugeschaltet. Hallo Jakob und Jan. Die beiden Hotelfachmänner, die Hotellerie ist natürlich schwer getroffen durch die Pandemie. Jetzt vielleicht mal eine triviale Frage, wie geht's euch? Auf jeden Fall soweit eigentlich ganz gut. Ab Montag wird es ja bei uns wieder ein bisschen ruhiger. Hotel wird zugemacht, beziehungsweise das Restaurant hauptsächlich. Wird natürlich hier ein bisschen Ruhe einkehren bei uns. Anders als im gewohnten Alltag mit den Gästen etc. Wir haben ja gerade schon im Einspieler gesehen, dass ihr viele Abteilungen durchlaufen müsst. Habt ihr eine Lieblingsabteilung? Welche ist das? Also auf jeden Fall, was man von Treffen gehört, ist die Rezeption, also als komplett, also die Ausbildung teilt sich sehr viel im Service und in Rezeption. Das ist halt einen großen Teil im Service, und wenn man vom Service in die Rezeption geht, ist halt was komplett anderes, was die manchmal viele Leute als schön empfinden oder wie man das nennen möchte. Also nein, das ist auf jeden Fall die Rezeption, aber gleichzeitig auch das Service. Bei mir ist es auch ähnlich. Ich hatte besonders Spaß im Bankettservice, also im Veranstaltungsservice, der Veranstaltungsdurchführung. Jeden Tag andere Gäste, andere Veranstaltungen, Hochzeiten, Tagungen, Feiern. Das ist auch eigentlich immer das dabei sehr interessant. So, wir haben euch jetzt im Studio nicht so hundertprozentig gut gehört. Vielleicht die Leute da draußen ja besser. Wenn nicht, könnt ihr gleich ja im Chat noch die Fragen stellen. Ich habe gerade noch gesehen, ihr habt an der Rezeption unter anderem auch gearbeitet. Wie ist das? Wie geht man mit einem nörgelnden Kunden um? Gast. Ja, man muss auf jeden Fall erstmal sehr viel Einfühlungsvermögen haben. Der Kunde ist ja letztendlich mal König. Aber dann der Gast. Mal versuchen, wenn es irgendwie Probleme gibt, ihm das so angenehm wie möglich trotz alledem zu gestalten, dass er dann trotzdem noch einen angenehmen Aufenthalt hat und dann nicht irgendwie verärgert aus dem Hotel geht. Das wollen wir natürlich auch nicht. Da kann man sicherlich einiges von euch lernen, deswegen rufe ich dazu auf, euch Fragen zu stellen. Ihr seid nämlich jetzt noch im Chat. Und steht zur Verfügung für alle Antworten jeglicher Art. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mit am Start wart. Jakob und Jan, alles Gute für die Zukunft. Tschüss. Ciao.